Hi everyone, ich grüße euch zu einem neuen Christmas-Vlog auf meinem Kanal. Heute haben wir den Christmas-Vlog Tag Nummer 12 und den 7. Dezember. Heute bin ich wieder dran mit den YouTube-Adventskalender-Türchen. Ich habe die Nummer 7 und schaut unbedingt mal vorbei. Genau, wenn dieses Video kommt, das kommt ja dann morgen erst am 8. Dann ist die Premiere ja schon gelaufen, aber ihr könnt euch ja trotzdem nochmal anschauen. Ja, ich mache was ganz, ganz Schönes. Ja, heute ist die Lage so, dass wir Sturm haben. Gestern wurden die Schulen abgesagt, die bleiben heute geschlossen. Richtige schlimme Sturmwarnung, rot, 130 Stundenkilometer. Wenn ich das Bild finde, dann werde ich euch das hier einblenden. Einige Stromausfälle hat es schon gegeben, um County Cork oder Cork selbst, die City. Zum Glück haben wir, also seht ihr, haben wir ja noch Licht da oben. Also wir haben noch Licht, Strom und auch noch Internet. Ich weiß nicht, wie lange. Also ja, ich werde auch sehen, ob ich dann diesen Vlog, dann den Christmas-Vlog hochladen kann. Wenn nicht, dann wisst ihr Bescheid. Also wenn jetzt morgen kein Video kommt, dann wisst ihr, ich konnte es nicht hochladen, ich konnte es nicht schneiden. Aber dann kriegt ihr später ja mehr von uns zu sehen hintereinander dann, ne? Okay. Also, dann geht es los mit dem Video und ein kurzes Intro für euch. Bis gleich. Ja gut, das sieht man jetzt, glaube ich, auch nicht so dolle. Muss ich mal eine Tür aufmachen. Ah, jetzt regnet das wieder. Ah, das regnet alles rein. Ich muss zumachen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also, da unsere Markise so doll ist, es draußen. Wir hatten noch Glück hier in unserem Ort. Also bis jetzt, weil wir nicht so ländlich gelegen sind, dann geht das alles noch. Also das ist... Ich zeige euch das später mal oben, da sieht man das ganz, ganz gut. Wir haben eher Angst so um unser Auto oder zum Beispiel unser Dach, ne? Wenn da irgendwas wegfliegt. Da hat einer noch Fenster offen, das habe ich mir heute nicht getraut. Auch bei dem Regen und Sturm. Ja, also das habe ich noch nie hier in Irland erlebt, dass die Schulen und die Kitas und sogar die Geschäfte Lidl, Tesco, dass die alle zumachen. Das habe ich noch nie erlebt, noch nie. Ich hoffe, die Premiere klappt. ja, wenn kein Internet ist, ist klar und kein Strom. Ne? Aber schauen wir mal. Ich habe es jetzt so eingestellt. Ich hoffe, ihr seid mit dabei oder seid mit dabei gewesen. Genau. Und ich muss jetzt zwei Türchen öffnen, weil ich habe gestern gar nicht geöffnet. Ich habe das irgendwie ja verpeilt. Und ja, Kind hat gestern ausgepackt, Nikolaus, gab es ein, beim Adventskalender, Türchen Nummer 6 war ein riesiges Ü-Ei und da wollte ich euch mal zeigen, was da drin war. Jule hat das dann sofort zusammengebaut und dann ist das hier so ein Elch geworden, ne? Ich glaube, das ist ja, das halt ein Elch, ne? Und richtig schön. Also, Anke, guck mal, wir haben auch Elche, richtig schöne Elche. Der kommt mit in meine Landschaft rein, vielleicht kann er da ein bisschen Unruhe stiften. In der Lord City Stadt. Achso, ich war gestern noch beim Nagelstudio, Gott sei Dank. Viele haben abgesagt ja heute, ne, wegen dem Sturm. Und ich habe mich für Weinrot entschlossen und einen so mit Glitzer, ne, finde ich immer ganz cool. Ich finde den so geil. Oh nee. Habe ich gesagt, müssen wir unbedingt aufheben. Der kommt unbedingt in unsere Lord City. Das ist ja Lord City, genau. Ja, was habe ich heute vor? Eigentlich gar nicht so viel. Ich glaube, ich muss mal gucken wegen Absender. Wir haben ein Wichtelpaket bekommen. Ja, darauf freue ich mich schon, was das sein könnte aus Deutschland. Wir machen ja wieder so ein Wichtel, Schrottwichteln. Und ich habe meins auch schon losgeschickt, Gott sei Dank schon vor ein paar Tagen. Also hier ist ja heute Chaos, also da wäre auch nichts gegangen. Ich muss mal gucken, ich wollte heute eigentlich Auflauf machen, also beziehungsweise Shepherd's Pie. Das werde ich mir heute, glaube ich, sparen, wenn dann nur ganz schnell was kochen, damit ja der Strom nicht zwischendurch weggeht. Mein Handy piept hier die ganze Zeit und ja.
Also, und ja, ansprühen wollte ich auch noch, aber das kann ich jetzt auch nicht machen, weil es regnet und stürmt draußen. Also, das wollte ich draußen machen, nicht in dem Haus, weil dann stinkt das hier alles. Ich muss mal gucken, wie wir uns dann heute beschäftigen. Solange Thomas noch Strom und Internet hat, kann er noch arbeiten. Kind hat Hausaufgaben bekommen, hat schon rumgemeckert. Die gönnen uns noch nicht mal einen Tag frei. Ja, also jetzt kommt noch der Regen mit dazu. Vorhin war es wenigstens trocken. Also manchmal sind richtige Windböen, da kriegt man echt Angst. Jetzt im Moment geht's noch, aber die Scheiben, das drückt hier alles. Da kommt der ganze Wind durch. Das ist hier alles nicht vernünftig abgedichtet. Das ist das Problem. Oh je, ich hoffe, das ist bald vorbei. Bis 9 Uhr haben sie ja Warnung gegeben heute Abend. Bis jetzt haben wir noch Strom und Internet. Gott sei Dank. Oh Mann. Oh, ich muss meine Augenbrauen auch mal wieder zupfen. Ja. Oh je. Oh je. Guckt euch das mal an, ne? Zwischendurch. Aber es hält. Also wir haben das mit ganz vielen Kabelbindern gemacht. Auch die Lichterkette hält noch. Ja. Aber das hatte ich euch ja noch gar nicht gezeigt, wie das so mit Licht ist, ne, draußen. Ja, muss ich euch auch noch zeigen, ne. Ja, dann hoffen wir mal auf Holz klopfen, dass wir heute das so beibehalten. So, hört mal. Man, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber da hinten, glaube ich, sieht man es ganz gut. Echt übel. Krass. Boah, hier knackt alles und die ganzen Scheiben. Ich muss gleich wieder Fenster zumachen, aber so hört ihr das mal, den Sturm. So hört ihr den Sturm. Boah, da kriegt man echt Angst. So, ich werde mich jetzt ablenken. Hier ist die Nummer 6. Mal gucken, was da drin ist. Das war ja gestern. Oh Gott. Oh, wie geil. Oh Gott. Kriegt deine Frau hier mit einer Hand. Wartet mal. So, diese schönen Kirschlutscher waren da drin. Die kenne ich noch. Die haben wir immer beim Zahnarzt oder beim Arzt bekommen, wenn man lieb war. Die sind cool. Die schmecken richtig gut. Die waren in Nummer 6. Und jetzt kommt Nummer 7. Das ist ja heute 7. Ups. Das ist irgendwie ganz blöd zum Aufmachen. Aber es geht wieder nicht raus. Was könnte das denn sein? Diese ganze Küche. Wieder 2 Lollis. Ach, das ist ja langweilig. Alles Lutscher heute und gestern. Ich kann gar nicht so viel Lutscher essen. Obwohl Lutscher waren ja nicht so mein Ding. Immer. Ja, Lutscher. 2 Lutscher wieder. Das sind ja dieselben nochmal. Naja. Das ist die Ausbeute von 2 Tagen. So, ich nehme es zurück. Es ist kein Wichtelpaket. Ich dachte erst, weil da halt Name stand, wo ich so dachte, der wäre es gewesen. Mein Wichtelpartner ist es leider nicht, aber wir haben trotzdem was Schönes bekommen. Also, was ich bestellt habe. Ich habe bestellt aus Deutschland von Dr. Edgar ein Pfefferkuchenhaus. Lebkuchenhaus. 2-mal. Die finde ich immer noch am besten. Richtig schön, weil ich kann das nicht mit Lebkuchen so selber backen und Kram. Das ist mir einfach zu schwierig. Das überlasse ich Mira. Deswegen. Das werden wir auch die Tage jetzt dann machen und so. Das finde ich immer ganz schön mit so einer Schneelandschaft und so mit Puderzucker. Das macht richtig viel Spaß. Mir fallen ja noch 2 Sachen ein. Erste Sache, am Sonntag ist die Elfi beim Nordpol geblieben. Wir haben sie nicht gesehen an dem Tag. Und die zweite Sache ist, die macht doch alle mit bei unserem YouTube-Adventskalender. Ihr könnt 2-mal 25 Euro Gutschein gewinnen.
Und das lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Ihr müsst nur alle Videos schauen und schauen, ob ihr den Buchstaben findet und daraus dann das Lösungswort zusammensuchen. Und mir dann das per E-Mail, das ist auch im ersten Video verlinkt und bei anderen Videos auch, meine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr dann das Lösungswort hinschicken. Bis zum 24.12. um 12 Uhr Mittag. So lange habt ihr Zeit mitzumachen und es lohnt sich auf jeden Fall, alle Videos anzuschauen. So, ja. Thomas war ganz schnell mit dem Hund. Es war so am Stürmen und so am Regnen. Also ganz schnell, irgendwie 5, 6 Minuten, 8 Minuten gewesen. Hat alles gemacht, der Hund. Gott sei Dank, schnell, schnell. Wir haben sie ja darauf trainiert, dass, wenn wir das sagen, dass sie das dann macht. Nicht immer, aber häufig. Und Gott sei Dank hat das ganz gut geklappt, ja. Also heute ist nicht zu wollen, es ist niemand auf der Straße, alle sind zu Hause, Gott sei Dank. So soll es auch sein. Strom haben wir immer noch, wie ihr sehen könnt. Ich hoffe, dass es jetzt die nächsten, ja, 5 Stunden auch noch so bleibt. Dann sind wir schon zufrieden, ja, definitiv. Ach so, was ich noch sagen wollte, ich werde euch jetzt auf jeden Fall mal einblenden, wie ich den Weihnachtsbaum von unserem Kind geschmückt habe. Das habe ich gestern nämlich aufgenommen als Überraschung. Wir wollten es immer wieder machen und dann vergessen und ja, und hat sich mega, mega gefreut und das habe ich für euch aufgenommen und zeige ich euch im Schnelldurchlauf. Oh, holy night, the stars are brightly shining, it's the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voice says, oh, night divine, the night when Christ was born. Das wollte ich euch noch mal zeigen. Das habe ich letztes Jahr gebastelt. Den habe ich so draufgeklebt, so Tannenzapfen. Auf jeden Fall habe ich das mal gebastelt. Ich habe das hier oben so draufgeklebt. Finde ich sehr, sehr schön. Und kann man jedes Jahr wieder neu verwenden. Man kann auch Süßigkeiten reinpacken. Ja, verschiedene Dekokugeln zum Beispiel kann man noch mit reinpacken. Dann kann man das auch verschenken. Ach so, mir fällt gerade ein. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, aber in 2 Tagen haben wir 2 Geburtstagskinder hier. Da muss ich auch noch ein bisschen was vorbereiten, Geschenke einpacken und sowas halt. Kuchen müssen wir noch besorgen morgen. Ja, mal gucken, wie das alles so ist. Sonst haben wir immer einen gekriegt von unserer Bekannten. Die hat aber dieses Jahr keine Zeit, leider. Und kann uns keinen Kuchen machen. Aber das macht nichts, da können wir uns auch einen schönen kaufen. Wir wollten erst einen backen, aber schaffen wir zeitlich nicht. Und ja, heute muss man ja auch mit rechnen, dass der Strom noch ausfällt. Deswegen mal gucken, wie es morgen ist. Ja, dann werde ich jetzt bald das Video beschneiden. Ich werde dann bald jetzt das Video schneiden, damit ihr was zu gucken habt und das dann auch sicher hochgeladen wird für morgen. Heute auch kann man überhaupt nichts machen. Es ist alles schon wieder dunkel, nur einen Tag drinnen gesessen. Man konnte nirgendwo hin, ganz schnell mit dem Hund raus und ja. Das ist nicht schön heute. Aber gut, da müssen wir auch durch. Auch diese Tage werden vorbeigehen. Und wir gucken mal, wo unsere Elfie ist. Also die habe ich ja heute auch noch nicht gesehen. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, ich habe die Elfie gefunden. Ich war jetzt gerade oben gewesen, habe noch was gemacht. Und jetzt sehe ich gerade, dass Elfie hier die ganze Bastelsachen rausgeholt hat. Ich soll wo basteln. Oh, Elfie, ich habe da jetzt im Moment keinen Bock drauf, ehrlich nicht. Ich möchte nicht basteln.
Bist du sicher, dass ich heute basteln soll? Müssen wir warten, bis er dann wieder weggeht. Ja, dann kann ich es wieder aufräumen. Ja, das ist ein klares Statement hier. Ja, ich muss auch noch was basteln. Ich habe schon lange nichts mehr gebastelt. Das stimmt. So richtig dies Jahr noch nicht. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen noch. Ja, so viele Sachen habe ich noch geplant, aber irgendwie heute das Wetter zieht mich irgendwie voll runter. Es ist so mega schlimm, das Wetter. Ich weiß auch nicht. Dann würde ich jetzt einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Christmas-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr lasst alle einen fetten Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal, darüber würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Ciao, meine Lieben. Bye.